Moinsen! Wir spielen wieder TES. Oder TES. Oder The Elder Scrolls. Skyrim. Das wisst ihr sicherlich, sonst hättet ihr das Video nicht angeklickt. Wir haben jetzt die schöne Aufgabe, Amrens Familienschwert zu Amren zurückzubringen. Gucken wir mal, wo er steckt. Natürlich in Weißlauf, das wusste ich. Und bringen ihm das mal wieder. Uns gehört es nicht. Wir brauchen es nicht. Also können wir es wieder haben. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Das Museum von Dämmerstern. Ja, gucken wir doch mal da bald vorbei, was da so Schönes gibt. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nö, Wäre vielleicht genau das Schwert. Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Jo. Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Einhändig verbesserte 18. Sehr schön. Okay. Nun gut. Und Blocken verbesserte 18. Ich kenne euch doch. Wartet. Ich kenne euch doch. Okay. Ich wollte noch mal gucken. Mein Inventar ist also gut. Voll. Da hätte ich vielleicht mal früher drauf achten sollen. Ich werde mich versuchen zu beeilen, Leute. So schnell wie möglich hier leer habe. Nein. Doch. Zaubertränke. Wovon haben wir denn zu viel, was wir definitiv nicht brauchen? Hier. Zack. Lassen wir mal drinne. Davon legen wir zwei Stück weg. Zwei Stück weg. Zwei Stück weg. Reicht. Schriftrollen. Haben wir irgendwo von was doppelt? Nein. Zutaten kommen hier nicht rein. Warum habe ich gerade geleuchtet? Ich weiß es nicht. Zutaten. Einfach alles da rein. Ich habe ja letzte Folge gesagt, ich werde nicht dazu kommen. Oh. Och nee. Jetzt habe ich da was reingemacht, was da nicht reingehört. Die Besitzurkunde gehört da nicht rein. Okay. Schon mal ein bisschen was aussortiert. Hier waren nur Seelensteine drin, dann das hier. Hier mache ich nämlich meine Erze rein und die Drachenknochen. Die will ich nicht mit mir rumschleppen. Okay. Sehr gut. Wie gesagt, es tut mir leid, ich hätte vorher nochmal reingucken sollen, was ich jetzt genau ablegen muss. Aber da war ich mal wieder nicht schlau genug, um da zu gucken. Ich bin mich aber schon beeilen. Normalerweise lasse ich mir über sowas immer relativ viel Zeit. Aber heute muss es mal schneller gehen. Okay, Waffen. Der kommt da rein. Rein, rein damit. Stab. Ja, ja. Und auch das. Kleidung. Krone nicht, nein. Elfenschild, ja. Nein. Ja. Beistelltisch. Nee, davon nix, aber hiervon. Die Krone. Rein damit. Rein da. Okay. Achso. Ich trottel. Und natürlich hier noch bei sonstiges. Zack. Granatsteine. Makellose Granatsteine. Rubin, Saphir. Perfekt. Okay. Wir machen weiter. Es hat jetzt bisschen über zwei Minuten, glaube ich, gedauert hier. Ich hoffe, das ist verkraftbar.
So. Was machen wir? Das geht ja nicht hier. Finde Walds Jagdgesellschaft. Kann man das mir auf der Karte anzeigen? Komm, wollen wir mal. Gucken wir uns das hier mal an. Walds Jagdgesellschaft finden. Mal sehen, was uns dann hier erwartet. Sagt mir nämlich im Moment nichts. Aber das heißt ja nichts. Aber hier jetzt schon bei anderen Quests festgestellt, dass mir manches einfach entfallen sein muss. Oh, da sind wir schon. Irgendwo hier. Oh, was ist denn das? Hallo? Okay, hier oben drauf. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Felsen ist das immer ein bisschen schwierig. Wäre hier Erde. Okay, ja, das geht. Kein Thema. Okay. Da kann ich schon wieder jemanden reden. Da, da sind sie. Hallo? Ihr da! Hier drüben! Ja, bitte! Ja. Kynaret sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Ich finde, die Stimme passt gar nicht zu ihm. Egal. Wer seid ihr? Ich heiße Walda. Ich gehe von Falkenring aus auf die Jagd. Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Zweiglinge. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Vielleicht habe ich ja einen Trank übrig. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, eher. Kriegst von mir ruhig einen starken Heilungstrank. Hier, zack. Viel besser, danke, Freund. Bitte schön. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nee. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Verstehe. Lasst mich euch helfen. Seid nicht albern, ich tue es. Ist besser, glaube ich. Ihr solltet sich lieber ausruhen. Ihr würdet wirklich euer Leben für die Ehre eines Fremden riskieren? Da Klar. fehlen mir die Worte. Danke, mein Freund. Ich warte hier. Kein Thema. Warum habe ich das jetzt nicht ausgerüstet? Wo ist die Höhle denn? Das ist doch die hier bestimmt, oder? Steht doch hier vor. Genau, Moosmutterhöhle. Tue ich auch richtig. Okay. Dann wollen wir mal da reingehen. Gucken, was uns hier erwartet. So, da sind Leichen. Da hinten steht ein Zweigling. Dann wollen wir doch mal direkt anhitten. Der zweite Zweck. Bär. Der jetzt auf mich zu die Ecke. Bin versteckt. Hier ist doch wohl noch ein zweiter Zweigling scheinbar. Da irre ich mich jetzt. Oh, da ist ein anderer Bär schon getötet worden. Ist tot. Der Bär hier ist ebenfalls tot. Genauso wie der hier.
Dinge ein bisschen stärker in Erinnerung. Okay, ich habe sie ja natürlich auch heimlich angegriffen. Es gibt dann hier mehr Schaden. Oh, einen Rubin gefunden. Sehr schön. Okay, Erzader. Zwei Klinge reingelaufen. Wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Also muss hier hinten noch einer sein. Gucken wir mal. Das ist der nächste Tote. Okay, wir gehen hier runter. Nils. Ja, der hat ordentlich Blut verloren. Natürlich wunderbar verstecken. So. Da wird's leer. Was ist meine Aufgabe? Das hier säubern? Säubere die Moosmutterhöhle. Okay. Da jetzt drauf gegangen sind. Alter Finne. Irgendwie wenigstens zurück. Ich habe locker 10 da reingeschossen. Und noch mehr Erz. Golderz. Ich schürfe für mein Leben gern. Das macht mir so Spaß. Tralalalalala. Ich werfe dich zum Spaß. Den Zweigling vor. Oder so. Egal. Denn hier vielleicht eine Truhe, danke. Orkischer Helm der überragenden Zerstörung, sehr schön. Gold und Ori Halkenbarren. Sonst noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Muss aber auch reichen hier. Zwei Klinge da. Aber Tabinella, dich nehmen wir aber noch mit von hier. Sage ich ja. Hier ist noch was. Hängemoos. Noch mehr Hängemoos. Noch mehr Hängemoos. Hängemoos mag ich. Da oben auch nochmal Hängemoos. Ist noch mehr Hängemoos? Ja, hier. Hängemoos. Hängemoos. Aha. Sehr gut. Haut raus. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Wenn man so will. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Okay. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Alles klar. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Alles klar, gerne. So. Schmetterlinge einsammeln. Juhu! Ich brauch so ein Schmetterlingsnetz. Das wäre voll praktisch. Ah, hier ist so wie typisch, Mensch. So, okay. Pilze.
Pilze gesehen, ich muss sie mitnehmen. Oh nein, ich habe Blumen gesehen, ich muss sie mitnehmen. Okay, das muss aber jetzt, das war's. Okay. Was? Wollen wir den? Ach komm, wir töten mal den Drachen. Ach, da kommen wir ja wieder nicht hin, ne? Okay, den töten wir später. Stilgefreiten wie für den Geier. Das machen wir. Wo ist der Gefreitenbrief? Komm, machen wir. Dann haben wir, glaube ich, auch den ganzen Leuten hier in Falkenring geholfen. Und haben dann gleichzeitig eine andere Quest abgeschlossen. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Nein, tut mir leid, ich habe keinen Hund gesehen. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ich könnte mich überreden lassen, ihn zu fangen. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Oh, frisches Fleisch, Objekte hier. Essen. Das ist ein Rüssel. Wurf. So. Wir werden jetzt mal warten. Und zwar genau 12 Stunden, damit das Haus nicht mehr abgeschlossen ist. Sonst kriege ich wieder einen an den Sack. Weil ich wieder eingebrochen bin. Babababa. Darauf habe ich gar keine Lust. Also warten wir jetzt um ein paar Sekündchen. Der so. Tempel ist der einzige Ort, an dem meine Frau momentan Frieden findet, Runil. Es sind harte Zeiten für uns alle. Ich hoffe, dass auch ihr hier eine Zuflucht finden könnt, Matisse. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr solltet besser aufpassen und keine Sünden herumliegen lassen. Die Söhne und Töchter von so, wer bist denn du? Versucht nicht so hart über Falkenring zu urteilen, Fremdling. Toll, muss noch ein bisschen warten. Nur mal 3 Stunden. Nur wenige erweisen den Toten ihre Ehrerbietung. Wenige wollen in Kriegszeiten an ihre Sterblichkeit. Ja, dann schleiche ich mich halt rein. Also kann ich das auch alles mit dem Gefreitenbrief. Alter Freund, ich brauche sämtliches Eisenerz, das ihr ausbuddeln könnt. Das Doppelte der üblichen Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch einen Aufpreis. Lot. Bringe Gefreitenbrief zu den Geier. Der wird bestimmt unten sein. Deswegen gehe ich wieder raus. Tschüss. So, wo ist den Geier? Da. Lol. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Fall. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte. Ja, sabbel nicht. Passt schon. So. Ich war einmal Jarl. Hier ist Lutz. Aber man. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. Gute Arbeit, nehmt das. Jawohl, kehre zu Sittgeier zurück. Was genau braucht ihr von mir? Ihr habt vielleicht das offene Grab in unserem Friedhof bemerkt. Die meisten Leute hier glauben, es handle sich um das Werk eines Leichendiebs. Aber die Wahrheit ist weniger angenehm. Es ist wahr, das Grab von Viga, meinem eigenen Vorfahren, der seit Jahrhunderten tot ist. Er ist auch ein Vampir. Meiner Familie obliegt es, dafür zu sorgen, dass er unter der Erde bleibt. Doch vor kurzem wurde der Schutzstein gestohlen und Viga entkam.
Ihr wollt, dass ich den Schutzstein finde? Nein, für den Schutzstein ist es zu spät. Viga muss vernichtet werden. Falls das herauskommt, würde meine Familie große Schmach erleiden. Okay. Ich werde dafür sorgen, dass Viga zerstört wird. Gut. Er wird geflohen sein, um seine Artgenossen um sich zu scharen. Ja, ja. Passt auf, was ihr sagt! Das Kaiserreich... Ja, alles gut. Okay. Das werden wir auch gleich machen, aber vorher gehen wir mal in das Langhaus des Jarl. Oder ist das ein Langhaus? Langhaus des Jarl. Machen wir gut. Weil wir zu Sitgeier zurückkehren sollen. Wie er schon wieder sitzt, ey, wie so ein Schmuck. Schön euch zu sehen. Ja, was wollt ihr? Ich habe eurem Volk geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Falkenring. Sehr schön. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Ja, sehr schön. Besucht mich doch mal wieder. Ja, vielleicht habe ich dann einen Auftrag. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Solange du mir nicht folgst, ist alles okay. Bleib ruhig hier. Oder geh in mein noch nicht gebautes Haus Seeblick. Soll mir auch recht sein. Wer bist du? Ach, du bist Lot. So. Ach so. Ich sollte vielleicht auch vorher die Quest ausrüsten. Töte den Vampir Viga. Okay. Dann gehe ich zuerst dahin. Und danach kümmere ich mich um den Drachen. Das klingt nach einem Plan, oder? Mein Plan ganz gut. Distel wird mitgenommen. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gebracht haben. Dann wollen wir mal durchstarten, würde ich mal so sagen. Sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Umgucken ist hier nicht so viel. Müssen wir schon mal vorsichtig sein. So. Hier oben ist ein Turm. Den gucken wir uns, glaube ich, mal an. Auch wenn wir nicht müssen, aber wir stehen nun mal jetzt direkt da dran. Und schauen uns mal an, was wir hier finden können. Kommen wir denn eigentlich weiter hier? Schattengipfelturm. Oh, den hat sich aber die Natur zurückgeholt. Oh, hallo. Einfach ist das. Oh, eine Truhe. Ganz versteckt. War jetzt nicht so viel drin, aber Kleinvieh macht auch Mist. Okay. Kommen wir von hier aus weiter nach da oben. Hier entlang. Boah, da komme ich nicht hoch, oder? Probieren wir es einfach mal, würde ich mal so sagen. Obwohl, da komme ich nie im Leben hoch. Naja. Okay. Egal. Versuchen wir einen anderen Weg zu finden. Da oben ist ja auch das mit dem Drachen, den wir ja auch zur Strecke bringen sollen. Von daher, jetzt haben wir einen doppelten Grund, da hoch zu gehen. Deswegen machen wir das jetzt auch einfach. Oh, da sind Gegner. Das sehe ich doch schon. Das sind keine Stadtwachen, oder? Das sind keine Stadtwachen. Bleib stehen. Nein, bleib stehen, mein Freund. Genau so.
was auch immer. Oh, den hat's erwischt, so ein bisschen. Ah, Eisenpfeile. Herrlich, mein Freund, herrlich. Jetzt, wo wir hier oben sind, ne, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich weiß, was ich noch hier oben mache. Boah, den habe ich perfekt getroffen. Was haben wir denn hier? Einfacher Zwergen. Oh, Zwergenpfeile. Nice. Da oben ist ein Häusle. Also wir müssen nach da. Ah, jetzt kommen wir daher. Ne, dann machen wir es doch nicht. Wir hätten zu Hause Seeblick gehen können. Aber wenn hier schon mal der Weg ist, dann können wir auch hier entlang latschen. Was Gescheites? Also schön aus, deswegen dachte ich vielleicht. Aber hier. Corundum. Corundum-Erz. War mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das so heißt. Sehr schön. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann nachher alles transportiert bekommen. Sollte nicht das große Problem sein. Ja, genau, dann kommen wir dahin. Wir werden zuerst diesen Vampir töten und dann werden wir auf den Drachen losgehen. Aber erstmal bist du wieder hin. Aber sollte bei diesem Weg eigentlich nicht das große Problem sein. Oder endet der Weg jetzt hier? Sagen, das konnte ich mir aber auch nicht vorstellen, aber hier auch nicht. Gut. Schneebeeren. Das ist schön. Aber hier. Hier endet tatsächlich der Weg, oder soll das der weitere Weg hier entlang sein? Es ist schon gut möglich, dass das hier gewollt ist. Wie ich finde, das nicht so aussieht. Wo bin ich denn hier jetzt hingekommen? Hier ist ein Ort. Lichtung der Ahnen entdeckt. Ist hier was geschaut? Ach, da drinne. Ja, da müssen wir ja gar nicht rein. Wir müssen weiter nach hier oben. Deswegen ist ganz egal, was da ist. Wir müssen weiter. Aber echt ein ganz komischer Weg, wie ich finde. Das sieht halt echt. Das sind doch Gegner. Wenn hier Bärenfallen liegen, sind hier doch Gegner, oder nicht? Oder Troll. Oh, Eistroll, das könnte ich mir hier schon vorstellen. Auf jeden Fall keine Zweiglinge im Schnee. Glaube ich, nicht im Schnee. So, wo befinden wir uns eigentlich auf der Karte? Wir sind vom Falkenring aus gestartet, ne? So weit sind wir noch nicht gekommen. Aber auch, weil wir die ganze Zeit von links nach rechts gelatscht sind. Das Drachending. Wir gehen erstmal hier nach unten, weil wir ja erstmal diesen komischen Vampir töten wollen. Oder ich zumindest ihn töten möchte. Ich wollte ja eigentlich auch erst den Kampf gegen den Drachen sehen. Aber machen zuerst den Vampir fertig. Oder versuchen es. Vielleicht ist er auch übermächtig. Wer weiß. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir das erst nächste Folge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir nicht so viel Spektakuläres gemacht haben. Wenn
Ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.